Was geht ab, Champs? Euer Profighter Michael Smolik, an meiner Seite Markus. Willkommen zum zweiten Teil der Videoserie Tricks zur Verteidigung im Kickboxen. Heute wird euch erst der Markus ein bisschen was erzählen über Boxtechniken und dann ich über Fußtechniken. Beim Boxen ist eine Sache, die sehr, sehr viele Leute übersehen. Das kennt man eher aus traditionellen Kampfsportarten. Und zwar, die meisten Leute arbeiten beim Boxen einfach mit der ganz normalen Doppelhand. Ja, nämlich so. Die ist sehr, sehr statisch. Ja? Man arbeitet natürlich auch gerade viele Boxer eben mit Mindbewegen. Das heißt Pendeln. Genau. Jetzt gibt es aber eigentlich noch eine dritte Variante. Natürlich gibt es auch noch Beinarbeit, die mich oft in seinen Videos erklärt. Ich möchte euch heute mal eine vierte Variante vorstellen, die sehr, sehr wenige nutzen. Und zwar ist es so dieses proaktive Ablocken. Und zwar besteht es darin, dass ich in meiner Doppeldeckung stehe, schön sauber stehe, und dann die Schläge ganz, ganz mit minimalen Bewegungen meinerseits ablocke. Nämlich jetzt beispielsweise einen Jab mache, einen Punch. Genau, ich lenke die Schläge also nur mit ganz, ganz kleinen Bewegungen ab. Das hat den Sinn, wenn ich in meiner Doppeldeckung stehe und er ballert mit Graben oder egal mit was rein, ich lasse die Deckung statisch, ich werde niemals alle Schläge abfangen. Und die Schläge tun mir selber weh. Deswegen, auch bei Haken, immer aktiv mitarbeiten. Ja? Hier ist es abfangen. Einfach ein bisschen hochziehen und ein bisschen die Wucht aus dem Schlag rausnehmen. Funktioniert auch bei Körperhaken. Hier einfach runter und ein bisschen die Hüfte hochziehen. Das ist zum Boxen und der Michi erklärt was zum Thema Füße. Wenn der Gegner mit Fußtechniken angreift, kann man sich natürlich genauso verteidigen. Da gibt es auch wieder sehr viele Variationen. Eine, wo ich sehr, sehr gerne mag, und wir gehen jetzt mal davon aus, dass wir im K1-Stil sind oder im Thai-Stil, da ist das nämlich erlaubt. Wenn der Markus jetzt zum Beispiel einen Rundkick macht, kann ich den Fuß hier abfangen. Ja? Das ist erlaubt im K1. Zusätzlich, ich gehe davon aus, dass er kickt. Ich weiß, dass er kickt. Ich will den Kick ja auch in Anführungsstrichen fressen und gehe aber mit einem Konter rein. Das heißt, er geht rein, ich packe seinen Fuß und gehe mit einem Punch rein. Wenn ich Glück habe, ist er so schlecht oben gedeckt, dass ich ihn voll erwische. Bam. Ja? Man muss dazu sagen, man frisst den Kick ein Stück weit. Deswegen gehen wir nicht entgegengesetzt zu dem Kick, so bam, dass wir reingehen, sondern gehen mit raus. Hier, auf die offene Seite. Nehm praktisch hier die Kraft ein bisschen raus, gehe auf seine offene Seite, so fresse ich den Kick nicht hundertprozentig. Da ich weiß, dass der Kick kommt, bin ich eh vorbereitet. Man könnte das Ganze noch erweitern, das wäre dann ein bisschen advanced, ja, fortgeschritten. Und zwar, wenn ich jetzt rechts aus Lage stehe und er kickt, halte ich ihn fest und mache sogar einen Backkick. Ja, das, da muss man natürlich sein Auge schulen, das ist sehr, sehr professionell schon fast. In der links aus Lage geht das genauso, ich halte ihn hier fest, würde dann hier switchen und hier einen Backkick machen. Ganz schwierige Aktion, kann man mal üben im Sparring oder mal einfach mal Partner fragen, hey, kick mal, ich probiere es mal aus. Das nächste, was ich euch noch sagen möchte, wenn der Gegner angreift, und zwar mit dem Fuß, kann ich meinerseits auch mit meinem Fuß oder mit meinem Bein blocken. Das heißt, wenn er jetzt einen Rundkick macht, blocke ich ihn genauso hier, ich ziehe hier hoch. Wenn er einen Lowkick macht, blocke ich unten. Man muss dazu natürlich sagen, man muss extrem aufpassen. Wenn ich jetzt hier mein Knie so hochziehe und er sieht das, zieht er mir mein unteres Bein mit weg. Das wollen wir natürlich nicht. Deswegen nur in Situationen, wo wir das wirklich erkennen können, dass der Kick jetzt hierher kommt, hier blocken, dann können wir selber unsererseits blocken. Dann gibt es natürlich auch noch Formen wie komplett ausweichen, das ist klar. Wenn er kickt, gehe ich raus. Oder wenn er einen Fersendrehschlag macht oder einen Backkick macht, gehe ich raus. Oder was wir auch noch machen können, wenn wir uns das trauen, wenn wir schon erfahren sind, wir gehen rein. Das heißt, er macht ein, bam. Ich verkürze, ja, ich nehme die Distanz und tue somit mir einen Vorteil verschaffen und kann dann im Infight ballern. Das war es eigentlich schon zu unseren Tipps. Tricks zur Verteidigung im Kickboxen. Wir hauen noch eine dritte Folge davon raus. Wir hoffen, es konnte euch helfen. Wenn euch die Tipps zugesagt haben und ihr noch mehr erfahren wollt, www.wegzumweltmeister.de, unser Online-Trainingsprogramm. Da könnt ihr noch mehr erfahren, noch mehr rausziehen. Ansonsten sehen wir uns in den nächsten Videos. Das war Markus, das war Michi. Hopp rein.